Willkommen, mein Name ist Gabriele Burisch-Teichmann, ich bin Farblichttherapeutin und arbeite 30 Jahre mit Farbe und Licht. Was sind die Wirkungen der Farblichttherapie? Ich möchte ein paar wichtige Wirkungen nennen. Sie stärkt die Immunkraft. Ja, es ist möglich, mit ein paar Lichtsitzungen im Winter nicht krank zu werden. Begleitend bei Depression und auch vorbeugend bei Winterdepression. Sehr gut gegen Stress. Stärkt die Wahrnehmung, erweitert das Sehen, kann die Sehkraft verbessern und wirkt auch konzentrationsfördernd, um ein paar Wirkungen zu nennen. Ich arbeite mit zwei Methoden der Farblichttherapie. Die eine Methode ist die Hygieia-Wirbelsäulen-Farbtest-Methode. Zu Beginn der Sitzung wird ein umfangreicher Wirbelsäulen-Farbtest durchgeführt, wo der Klient rückgemeldet bekommt, auf welchen Ebenen des Seins, mental, emotional, metabolisch oder physisch, er sich im Fluss befindet oder wo es Blockaden gibt. Diese Blockaden sind in Farben ausgedrückt und der Klient genießt dann ein Farblichtbad unter dem Monochrom Color Dome, ein Farbhelm, wo er dann besonders auf diese benötigten Farben hinschaut und sie verstärkt zu sich einnimmt. Die weitere Methode ist die Lichttherapie, die Farblichttherapie nach Dr. Jakob Liebermann. Das ist so wie eine sanfte Selbsterfahrung, wo wir 20 Farben betrachten und je nachdem, wie es einem geht, empfindet man diese Farben unterschiedlich und sieht sie auch ganz unterschiedlich. Und durch das Zusehende, sich anfreunden, auch mit den Farben, die wir nicht mögen oder die wir blockiert haben oder die wir nicht gut sehen können, bekommen wir verdrängte, verletzte Qualitäten des Lebens geheilt, sodass wir wieder die Gelegenheit haben, multicolor zu sein. Ich möchte auch sagen, Farblichttherapie stärkt auch unsere Fähigkeit zur Freude und unser Glücksempfinden. Willkommen in meiner Praxis.